9 Jahren habe ich das Cello entdeckt und mich wirklich leidenschaftlich in das Instrument verliebt. Meine Eltern haben gesagt, ich war damals wie ein Löwe in seinem Käfig, bis ich endlich mal meine erste Cellostunde haben konnte. Ich würde sagen, ein Jahr nachdem ich angefangen hatte zu spielen, wusste ich, das wird mein Leben. Ja, so eine Residency wie bei dem Heidelberger Frühling ist was Wunderschönes für einen Künstler, weil ich dann verschiedene Facetten meiner Tätigkeit präsentieren kann. Seien das die Konzerte mit Orchester oder Kammermusik oder im Duo. Man hat das Gefühl, dass man seine Familie mitbringt. Marc-André Hamelin ist ein genialer Künstler. Wir kennen einander, wir haben uns getroffen, aber haben nie zusammen gespielt. Und jetzt war die Gelegenheit, sich zum ersten Mal auf der Bühne zu treffen, und da freue ich mich riesig drauf.